Hey Sie, wer sind Sie? Achtung, ich warne Sie. Sie machen mir keine Angst. Was wollen Sie von uns? Warum haben Sie das getan? Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ach, für Sie ist ein Diebstahl also ein simples Missverständnis. Geben Sie mir meine Hände zurück. Ihre Hände? Nur mal nicht so schnell. Ich bin kein Dieb. Außerdem, ich kann das alles erklären. Sie dringen ohne Erlaubnis in meinen Zug ein. Sie greifen meinen Automaten an. Sie verstümmeln ihn, indem sie ihm seine Hände rauben. Wenn das kein Diebstahl ist... Ich habe die Hände nicht gestohlen, nur ausgeliehen. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen? Das würde ich mir nie erlauben, Fräulein. Darf ich wissen, warum Sie die Hände meines Pilotautomaten Oscar gestohlen haben? Sie sind ganz außerordentlich. Ein mechanisches Wunder. Nie hätte ich selbst solche Hände entwickeln können. Ein Meisterstück. Und welche Präzision in der Ausführung. Diabolisch. Diabolisch. Und nur weil sie Ihnen so gefallen, haben Sie sich überlegt, sie zu stehlen. Auszuleihen, Fräulein. Kurzfristig auszuleihen. Natürlich bekommen Sie sie zurück, sobald ich sie nicht mehr benötige. Sie können... Wie bitte? Diese Hände sind das Einzige, was meiner Anlage noch fehlte. Das letzte Element für den Pianistautomaten. Jetzt wird mein Traum vielleicht in Erfüllung gehen. Ich habe diese alte, stillgelegte Fabrik zur wunderbarsten Konzerthalle aller Zeiten gemacht. Wie Sie sehen, habe ich die Schornsteine der Hochöfen in eine gigantische Orgel von unglaublicher Kraft verwandelt. Wer sind Sie? Sergei Borodin, Direktor des Industriekomplexes Konkolzgrad. Vielmehr dessen, was davon übrig ist. Und Sie? Wer sind Sie? Und warum halten Sie ohne Genehmigung in meinem Bahnhof? Ich hatte nicht die Absicht, in Ihrer Fabrik zu halten, aber mein Zug hat ein mechanisches Problem. Ich heiße Kate Walker, Anwältin aus Amerika. Was für eine skurrile Idee, einen so weiten Weg zurückzulegen, um diesen Ort zu besichtigen. Ich sagte Ihnen bereits, dass ich nicht die Absicht hatte, hier zu halten. Ich bin geschäftlich unterwegs. Ach ja. Und was bringt Sie hier bis zu mir? Entschuldigung, ich kann Ihrer komplizierten Geschichte nicht folgen. Wie dem auch sei, ohne die Hände meines Pilotautomaten sitze ich hier fest. Ich habe das alles nur für diese Frau erfunden und gebaut. Verstehen Sie? Um sie noch einmal hier in meiner Fabrik singen zu hören. Diese Frau? Von wem sprechen Sie? Von Helena Romanski. Die einzigartige, wunderbare Helena Romanski. Eine Stimme so rein, so kristallklar. Ein Engel. Sie hat einmal hier gesungen, als Konkolzgrad noch ein blühender Industriekomplex war. Es war ein magischer, irrealer Moment. Lange, sehr lange Zeit später war sie es vielleicht, die mir das Leben rettete, indem sie ihm einen Sinn gab. Als man mir verkündete, dass das Programm zum Abbau der Mine eingestellt würde, dass ich, der Direktor, nutzlos geworden und zum Wärter eines verrosteten Zeugen einer vergangenen Epoche degradiert war, wie sollte ich diese Untätigkeit ertragen? Da erwachte in meinem Geist ein grandioses Projekt. Helena Romanski sollte erneut in dieser Fabrik singen. Und dieses Mal nur für mich ganz allein. Mhm. Und diese Dame ist damit einverstanden? Wenn sie erfahren wird, was ich zu ihrem Empfang realisiert habe, wie ich zunächst dieses monströse Geflecht aus Rohren umgearbeitet habe, um es
in die mächtigste Orgel zu verwandeln, die je gebaut wurde. Aber dort, wo einst das eingeschmolzene Metall floss, ist heute nur noch Luftdruck für die Musik. Und dann musste ich noch einen Pianistautomaten entwickeln. Doch die Herstellung der Hände war sehr kompliziert. Und ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als Sie kamen. Was für ein Glück, nicht wahr? Wirklich ein glücklicher Zufall. Für Sie. Nun gut. Und wann kommt diese Frau Romanski, damit ich endlich meine Hände wiederbekomme? Ich weiß nicht. Man müsste sie vielleicht informieren und holen. Könnten Sie das nicht tun? Je schneller Sie sie hierher bringen, umso schneller werden Sie Ihre Geschäftsreise fortsetzen können. Ja, das scheint mir eine sehr gute Idee. Können Sie mir versprechen, dass Sie mir wirklich, nachdem Ihre Helena gesungen hat, die Hände meines Automaten zurückgeben? Ich verspreche es Ihnen. Sie haben mein Ehrenwort. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als Ihnen zu glauben. Und wo finde ich diese Dame? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber für eine Frau von Welt wie Sie dürfte es doch kein Problem sein, sie zu finden. Helen. Diese Geschichte ist völlig absurd. Und wenn ich Ihnen helfen würde, andere Hände zu bauen? Warum sollte man sich das Leben schwer machen, wenn man doch schon hat, was man braucht? Außerdem wage ich zu bezweifeln, dass Sie solche perfekten Hände bauen können. Sie haben von einem Pianistautomaten gesprochen, nicht wahr? Wo haben Sie den gefunden? Nun ja, wissen Sie, ich bastle selbst ein bisschen herum. Problematisch waren nur die Hände. Ich hatte diesen Teil etwas unterschätzt. Die Hände eines Pianisten, das ist eine komplexe Sache. Aber vergessen wir es. Jetzt hat er schließlich perfekte Hände. Eine merkwürdige Leidenschaft. Gibt es hier noch andere Automaten, die von Ihnen sind? Nein, die mich... Ein existierendes Modell, sagen Sie? Haben Sie einen gewissen Hans Vorarlberg gekannt? Eine Art mechanisches Genie. Ein bisschen wie Sie. Hans Vorarlberg. Ja, das heißt vielleicht... Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Natürlich, ich verstehe. Aber es ist schon erstaunlich, diese vielen Automaten, die es noch heute in diesem stillgelegten Industriekomplex gibt. Mein Fräulein, eines ist sicher. Seit langen Jahren bin ich hier völlig allein. Wenn dieser Mann einmal hier gewesen sein sollte, so ist er auch schon lange wieder fort. Ist es Ihnen klar, dass Sie, als Sie in die Lokomotive eingedrungen sind, Privateigentum verletzt haben? Hier müssen Sie wissen... In dieser Anlage gehört alles dem Staat. Und der Staat bin in diesem Fall ich. Mein Zug ist in keinem Fall Teil dieser Fabrik. Wir hätten im Übrigen nie hier angehalten, wenn der Motor nicht hätte aufgezogen werden müssen. Solange Ihr Zug hier steht, ist er beschlagnahmt und wird als Teil der Industrieanlage betrachtet. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich verbiete es Ihnen. Alles nicht so schlimm. Vielleicht können wir uns auch so einigen, Fräulein. Das hoffe ich, und zwar schnell. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss jetzt gehen. Tun Sie das nur. Diese Einschienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben.